3000 Mal werbe ich hier und da ist er, da ist er. Ich werde mir jetzt sowas von einverleiben. Hey, ich werde mich dich einverleiben. Ich bin so fertig. So ein geiler Fisch. Hammer. Also Teil 1 der Arbeit ist gemacht. Der Fisch ist gefangen. Jetzt kommt Teil 2, nämlich halt irgendwie das sauber filetieren und in Portionen zusammenschneiden. Ich mache das jetzt zum allerersten Mal mit einem Bonito und ich gehe jetzt einfach mal vor, wie ich das jetzt beispielsweise bei einem Zander machen würde. Ganz klar, Schnitt hier hinter die Flosse. Zweiter Schnitt am Kopf. So. Und jetzt nochmal der Gegenschnitt. So, da hätte jemand das Messer schärfen sollen vom Urlaub, ha? Okay, dann hier einmal Schnitt durch und entlang der Hauptgräte. Zack. So, und jetzt schneide ich eigentlich nur noch entlang der Hauptgräte runter. Die Bauchgräten lassen sich ganz leicht durchschneiden und damit kriegt man sie sich einer mal dieses Filet an. Richtig geil. Richtig, richtig geil. So. Filet Nummer 2. Und das ist quasi hier noch übrig von unserem Bonito. Ja. So, jetzt zerschneiden wir, oder jetzt haben wir die Filets quasi nochmal in die Hälfte geschnitten. Einfach, man sieht hier, dass da ein Grätenkamm entlang läuft. Und an diesem Grätenkamm habe ich quasi meinen Schnitt gesetzt. Das heißt, ich habe jetzt im Endeffekt das Filet in 4 Stücke geschnitten. So, sind sie, die Spare Ribs vom Bonito. Da sieht man sie. Aber die essen wir nicht, sondern die schneiden wir einfach mit raus und bereinigen das Filet so von Gräten. Da. So, um den Hausfrieden zu wahren, habe ich jetzt einen kleinen Gaskocher gekauft, wie man den so hier gerade im Hintergrund sieht. Das ist so meine kleine Outdoor-Küche, die ich aufgebaut habe und auf der ich jetzt ein Bonito zubereiten werde. Ich habe ein absolutes Fischkochverbot drinnen bei uns in der Wohnung und deswegen koche ich hier. Aber ich finde, die Aussicht ist nicht verkehrt, ist vielleicht sogar schöner als in einer echten Küche. Und der Bonito selbst wird eigentlich nur kurz angebraten mit Salz und Pfeffer, einmal richtig scharf von allen Seiten und dann ist er eigentlich auch schon fertig.